Was haben wir da, einen Internen? Nee, da wird jemand stranguliert. Also ja, ein Kind. Ja, ich meine, betreutes Wohnen. Irgendwie sowas, ne? Ihr habt jetzt genau die Kreuzung und von dort aus Richtung Norden. Da ist so eine Wiese davor, da können wir glaube ich runter. Warum haben wir um die Ecke gelaufen? Die Luftritter sind auf dem Weg nach Wangerland. Ein Jugendlicher soll sich stranguliert haben. Die Kollegen vom Boden versuchen schon, ihn wiederzubeleben. Kannst du laut sehen, damit ich hören kann? Ja. Wie lange kann er da gehangen haben? Ganz kurz. Und ihr habt keine Ersthelfermaßnahmen gesehen, als ihr da wart? Wir standen vor der Tür. Mann. Die Betreuerin macht sich Vorwürfe. Der 15-Jährige lebt in einem Heim. Offenbar wollte er sich das Leben nehmen. Sein Herz steht still. Ich habe hier nichts. So, dass ich denke, dass das hier höchstwahrscheinlich keine Chance mehr hat. Sollen wir noch 6 Minuten machen? Seit über 10 Minuten versuchen Freund und Kollegen jetzt schon, den Jungen zurückzuholen. Ich hab was. Könnt ihr das ein bisschen mal gegenchecken, dass es nicht mein Puls ist? Ich hab was, ganz klar. Es ist was, ist eindeutig. Hier sind auch Steine, ihr müsst genau gucken. Langsam. Und hier geht's relativ tief runter. Du kannst den eigentlich schon reinhängen, dann haben wir hier Luft. Ja. Aber kann ich den hier abschöpfeln? Nee, noch nicht. Ich muss erst die Flasche noch aufdrehen. Schafft ihr das dann noch? Was ist das? Jawohl. Ja. Deckel zu. Ja. Gut, dann taste ich einfach mal. 54, ja, das passt wohl. Ja, komm, mach mal laut, den Rest kriegen wir während der Fahrt hin, während des Fluges. Die Luftretter haben es geschafft. Jetzt gilt es, den jungen Körper für den Flug zu stabilisieren. Christoph 26 fliegt direkt ins Krankenhaus. Dort wartet schon ein Spezialist, der den Patienten weiter behandelt. Hallo. Also die Situation kann ich vielleicht ganz kurz schildern. Er soll sich selbst aufgeknöpft haben. Mhm. War wohl nur sehr kurz unbeobachtet, ist dann sehr schnell da wieder befreit worden. Das war ungefähr der Zeitpunkt. Wurde mir nicht genau gesagt, die Leute waren auch weg schon, als wir sind sehr schnell geflüchtet, so muss man sagen. Wie lange haben Sie ungefähr reanimiert? Viertelstunde quasi? Ja, 15. Dank Dr. Fründ und seinem Team wird der Junge überleben. Dem Jungen geht es bei den Umständen entsprechend, muss man sagen, er hat einen Kreislauf. Er fängt an, zwischenzuatmen, sodass wir Hoffnung haben, dass er vielleicht doch nicht ganz so schlimm dran war, wie wir zuerst befürchtet haben. Das ist auch natürlich ein Gefühl. Viel Freude eigentlich. Man weiß natürlich nicht, was raus wird, aber man hat ihn wiederbekommen. Er war tot und das ist eins von diesen berühmten Gefühlen, was den Rettungsdienst ausmacht. Das gibt es nur beim Rettungsdienst. Das gibt es nirgendwo anders. Das sind die 6 richtig im Lotto, die ich leider nicht habe. Für die Luftretter war es heute der erste Einsatz. Ein guter Start in den Tag. Guten Tag. Guten Tag. Das ist doch gut gelaufen. Hm? Die Maschine nach Wangerooge, ja? Oh! Nach Wangerooge geht's. Das ist die auf Flugsteig B jetzt. Ja. Das ist natürlich scheiße. Wir hatten jetzt oben angefangen zu atmen ein bisschen zwischenzuatmen. Und die Pupillen sind enger geworden. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ja. Wirklich? Wir können Chancen haben, ja. Ja? Echt? Ja. Das ist gut. Hätte ich jetzt auch zu Anfang nicht gedacht, aber vorsichtiger Optimismus. Wer Mensch denkt, Gott lenkt. Ja. So ist es. Besser nicht so rum. Zu Anfang ist überhaupt kein menschlicher Aspekt dabei. Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen und erst danach denke ich dann drüber nach. So ein paar Sachen bleiben tatsächlich in der Seele irgendwo stecken, da denkt man dann lange drüber nach. Manche Einsätze werde ich einfach nie vergessen, die so oder so ähnlich waren. Das hinterlässt irgendwo seine Spuren, aber ansonsten unterhalte ich mich halt mit Kollegen oder auch mal mit meiner Frau, ohne natürlich Namen zu nennen, das ist ja klar. Und irgendwie geht das dann schon. Gefühle müssen immer noch dabei sein. Man kann nicht eiskalt rangehen, das geht nicht. Gefühle sind immer noch mit dabei. Und sonst ist man auch eine Maschine in diesem Beruf. Und das darf man nicht sein halt. Ne? Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen auf dem Flug nach Norderney. Nach Norderney? Kapitän Brotmann und seine Gruppe grüßen Sie recht herzlich in unserer BK-117. Ah nee, nicht nach Norderney, nach Norden. Jawohl. Das Einsatzgebiet der Rettungsflieger ist die gesamte Küste mit allen ostfriesischen Inseln. Dr. Fründ und sein Team retten Leben dort, wo andere Urlaub machen.
Gleich muss ein Tourist verlegt werden, von einem Krankenhaus ins andere. Hallo. Hallo. Er hat bisher keine blutdrucksenkenden Medikamente bekommen. Er ist soweit stabil, beim Blutdruck von 120 zu 70 ungefähr. Wir haben jetzt entschieden, ihn erstmal nach Westerstede zu verlegen, zu weiteren. Schmerzen hat er jetzt noch keine? Nee, hat er noch nicht. Hat er auch bisher nicht gebraucht. Ja, gut. Der Patient hat eine Arterienverengung. Es besteht akute Herzinfarktgefahr. Der Transport mit einem Krankenwagen würde zu lange dauern. Schon mal geflogen? Nee. Nee. Gut. Das ist nicht dramatisch. Geflogen schon, aber noch nicht Hubschrauber. Hubschrauber ist eher noch ein bisschen ruhiger. Es geht eher noch ein bisschen besser. Mhm. Das Blöde ist, dass es relativ laut ist in der Maschine. Deswegen kriegen Sie den Kopfhörer auf. Und es ist ein bisschen schwierig, sich mit mir zu unterhalten. Dann. Also eigentlich fast unmöglich. Sie müssen mir ein Zeichen geben. Ja? Dann kriegen wir schon hin, uns zu unterhalten. Ne? Mhm. Okay. Wie lange werden wir fliegen? Ich höre so 12, 13 Minuten. Mhm. So. Geht ja ratzfatz, ne? An sich schon, ja. Ja. Wir haben ja auch keine Ampel oben. Nee. Noch nicht. Krüschmann und Fründ reden viel mit Patienten und Angehörigen, auch um ihnen die Angst vor dem Flug zu nehmen. Ich komme morgen runter, ja? Okay? Seid ihr euch da? Ich brauch dich. Denk da dran. Hm? Aber wird gut gehen. Klar. Alles Gute. Vollvorwärt, Hydraulik, okay. Wind von vorne, also Nordost, Nord-Nordost und die Kabine los. Ist halt soweit? Kabine ist da, jawohl. Jeder dritte Einsatz ist kein Notfall, sondern ein Verlegungstransport. Hier ist der Christoph 26, wir sind auf dem Weg nach Westerstede. Vorne 4 Minuten zur Landung. Ja, der RTW ist auf dem Wege zum Landeplatz. Ich danke dir. Ankunft in Westerstede. Der Hubschrauber ist immer eine Attraktion, selbst für erfahrene Sanitäter. Vom Landeplatz geht es mit dem Krankenwagen die letzten Meter in die Klinik. Ich habe mir das anders vorgestellt. Da geht ja wie ein Fahrstuhl geht der ja. Ne? Der Eindruck, der war einfach unheimlich. Ne? Doch. Genießen. Ich hätte es mehr genossen, wenn ich mehr gesehen hätte. Moin. Notarzt Henning Fründ übergibt den Patienten. Er muss noch heute operiert werden, bekommt vermutlich einen Bypass. Seinen Urlaub hatte er sich anders vorgestellt. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Dankeschön. Ne? Hier sind Sie bestimmt gut. Danke. Ja. Tschüss. Ne? Tschüss. Das ist sicherlich immer ganz nett, wenn man mit dem Patienten reden kann. Man kriegt da auch mit, ob da irgendwie was passiert oder nicht. Das war schon gut. Aber ich habe mir schon große Sorgen gemacht, weil er doch einiges an Risikofaktoren geboten hat, was uns auch auf dem Transport noch hätte Probleme bereiten können. Christoph 26 ist wieder startklar. In nur 20 Minuten erreicht der Hubschrauber jeden Ort an der Nordseeküste. Sommer ist Hochsaison. Nicht nur für die Urlauber, sondern auch für die Rettungsflieger.